Wer ist da? Nicht bewegen! Amelia, was machst du da? Ihr habt mich erschreckt. Warum antwortet ihr nicht, wer da ist? Du wusstest, dass wir kommen würden. Warum die Vorsicht? Ich dachte, es sei Sirenenkopf. Sirenenkopf klopft nicht an die Tür. Eigentlich kann er jedes Geräusch wiederholen. Wirklich? Na gut dann. Okay, kommt rein, aber beeilt euch. Erzähle uns davon. Warum hast du uns angerufen? Ich möchte eine Sirenenkopfjagd veranstalten. Werdet ihr mir helfen? Wir haben bereits versucht, ihn zu fangen, aber es hat nicht geklappt. Er ist entkommen. Ohne diese Experimente mit Reagenzgläsern wäre er nicht entkommen. Wir brauchen einen neuen Plan. Sagt mir, was ihr über den Sirenenkopf wisst. Ich weiß, dass er 1966 auf einem Friedhof in Arizona gesehen wurde. Ich würde an einem solchen Ort nicht auf einen Sirenenkopf treffen wollen. Ich weiß, dass er 1995 Touristen im Wald angegriffen hat. Damals konnte nur einer überleben. Und ich habe auch gehört, dass man in der Archäologie Zeichnungen eines Sirenenkopfes gefunden hat, die mehrere tausend Jahre alt sind. Warum fragst du? Ich habe herausgefunden, dass wir einen besonderen Sirenenkopf haben. Wie kommt das? Unser Sirenenkopf erschien in Tschernobyl. Tschernobyl? Ich habe gehört, dass es dort eine hohe Strahlung gibt. Der Grund dafür ist die Explosion eines Kernkraftwerkes im Jahre 1986. Ist der Sirenenkopf aus der Sache herausgekommen? Nein. Einer der Arbeiter wollte die Bewohner vor der Gefahr warnen. Aber es kam zu einem Unfall. Was für ein Unfall? Als es sich dem Megafon näherte und allen sagen wollte, sie sollten aus der Stadt fliehen, fiel eine radioaktive Säule auf ihn. Und so entstand der Sirenenkopf. Es stellt sich heraus, dass er so eins mit der Person geworden ist. Das ist unheimlich. Will er die Menschen vor der Gefahr warnen? Warum jagt er sie dann? Vielleicht nimmt er die gefangenen Menschen mit in sein Versteck, um sie zu schützen. Wir brauchen also keine Angst vor ihm zu haben. Wir müssen aber Angst haben, wenn du nicht für den Rest deines Lebens mit ihm in einer Höhle leben willst. In einer dunklen, kalten Höhle mit Kakerlaken, die von der Strahlung riesig sind. Es ist besser, sich gleich von ihm auffressen zu lassen, als an solch einem Ort zu leben. Wie ist er zu uns gekommen? Wir leben nicht in Tschernobyl. Der Sirenenkopf ist 12 Meter hoch. Das bedeutet, dass er sehr lange Beine hat. Deshalb läuft er schnell und wenn seine Beine müde werden, geht er auf seinen langen Armen. Woher weiß er das alles? Ich habe ein Foto. Ich hab's geschafft. Ich habe ein Foto von dem Sirenenkopf gemacht. Hast du ihn gesehen? Hier gerade eben? Nicht nur gesehen, sondern auch fotografiert. Beeil dich, gib es her. Okay, hier ist es. Wow, tolles Foto. Ich habe mein Bestes versucht. Moment, dieses Foto habe ich schon. Nein, es ist nur ein ähnlicher Sirenenkopf. Nein, es ist ein Foto aus dem Internet. Es ist so kalt draußen und der Sirenenkopf kann sich ein paar Tage lang verstecken. Ich bin's leid, auf ihn zu warten. Ich brauche ein Foto von ihm. Und warum? Du hast doch schon einen ganzen Haufen davon. Das sind alte Fotos und ich brauche ein neues. Sirenenkopf kann mutieren. Was bedeutet es zu mutieren? Sein Kopf könnte sich verändert haben. Oder es könnten ihm neue Hände gewachsen sein. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Geh und mach Fotos. Es ist so kalt. Warum sollte man im Winter einen Sirenenkopf fangen? Können wir nicht auf den Sommer warten? Was ist das? Der Sirenenkopf? Wir müssen näher heran, um ein besseres Foto zu machen. Wo ist er hingegangen? Fast hätte er mich erwischt. Ich hoffe, die Fotos sind gut geworden. Die Haut des Sirenenkopfes ist trocken, wie die einer Mumie. Er hat Sirenendrähte in seiner Brust und seinem Bauch. Stimmt es, dass er einen anderen Kopf haben könnte? Nicht nur die Sirene? Wie geht das? Schraubt er einen Kopf ab und hakt den anderen ein? Niemand weiß es. Vielleicht kann er seinen Kopf ändern. Vielleicht gibt es andere Sirenenköpfe. Was ist in seiner Sirene? Ein Maul? Ja, der Sirenenkopf hat sehr große Zähne und eine ganz lange Zunge. Es hat funktioniert. Ich habe ein Foto. Hast du es wieder aus dem Internet ausgedruckt? Nein, dieses Mal ist es echt. Wie kannst du das beweisen? Hier seht man, es ist direkt neben unserem Haus. Ja, das ist ein echtes Foto. Wo hast du ihn gesehen? Nicht weit vom Wald entfernt. Ich zeige es euch. Nein, wir müssen uns erst fertig machen. Ja, man kann nicht mit bloßen Händen auf die Jagd gehen. Um den Sirenenkopf zu fangen, brauchen wir Köder, Fallen und alle möglichen anderen Hilfsmittel. Wer hat eine Idee? Ich habe den Köder. Warum braucht ein Sirenenkopf ein Reh? Er ist ein Raubtier. Er wird es wahrscheinlich fressen wollen. Oder es in seine Höhle zerren. Und wenn er nahe genug herankommt, fangen wir ihn. Gute Idee, Mila. Das wird uns nützlich sein. Ich habe auch etwas. Mit dieser Antenne werden wir in der Lage sein, das Signal des Sirenenkopfes zu empfangen und ihm eine Antwort zu senden. Dann brauchen wir nicht mehr dran. Warum hast du mir nicht schon früher von diesem Ding erzählt? Es wäre echt nützlich gewesen, okay? Was tun wir, wenn der Sirenenkopf uns bemerkt? Ich habe einen coolen Tarnanzug. In so einem Anzug wird uns kein Sirenenkopf bemerken. Aber ich habe nur einen davon. Einer ist schon mal gut. Welche anderen Ideen haben wir? Ich
Ich habe zwei selbstgebaute Walkie-Talkies, mit denen wir uns in zwei Teams aufteilen können. Das Wichtigste ist jetzt die Falle. Wer hat eine Idee? Ich hab eine, aber nein, das ist zu gefährlich. Was ist es? Sag es uns. Habt ihr schon mal vom ersten Jäger gehört? Was für ein Jäger? Nie von ihm gehört. Der erste Jäger des Sirenenkopfes lebte in der Nähe. Er jagte sein ganzes Leben lang nach dem Monster und schuf eine Reihe von Werkzeugen, um es zu jagen. Dann müssen wir jetzt sofort zu ihm gehen. Ich fürchte, den ersten Jäger gibt's nicht mehr. Eines Tages verschwand er spurlos und sein Haus wurde zerstört. Das ist schade. Wir könnten seine Hilfe gebrauchen. In seinem zerstörten Haus könnte es jedoch noch Erfindungen geben, versteht ihr? Wenn es noch mindestens eine Falle gibt, müssen wir dorthin gehen. Ich nehme euch mit, aber ihr müsst sehr vorsichtig sein. Und hat der Sirenenkopf es einfach so zerstört? Verdammt, er ist gefährlicher als ich dachte. Ich will da nicht reingehen, das ist unheimlich. Hab keine Angst, wir haben hier nichts zu befürchten. Wir sollten uns aufteilen und das Haus durchsuchen. Hoffen wir, dass wir etwas Nützliches finden. Mhm. Was ist das? Ich habe das Tagebuch des Jägers gefunden. Also, lesen wir es jetzt. Wow, hier steht etwas über die Schwachstellen des Sirenenkopfes. Das werden wir definitiv brauchen. Also, ein Geruchsneutralisator. Wenn ich mich selbst einsprühe, kann mich der Sirenenkopf nicht finden. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Oh, Sirenenkopfabwehrmittel. Sieht aus wie Sprengstoff. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ist bestimmt nützlich. Seht her, ich habe etwas gefunden. Das sieht aus wie eine Erfindung des Jägers. Was ist es? Wie funktioniert es? Ich weiß es nicht. Ich schlag vor, wir nehmen es mit nach Hause. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Sirenenkopf. Was macht er denn hier? Dieses Haus befindet sich auf seinem Gebiet. Wir hätten nicht herkommen sollen. Nein, das ist unsere Chance, ihn zu fangen. Wir haben eine Falle. Wir wissen nicht einmal, wie es funktioniert. Wir müssen fliehen, bevor er das Haus zerstört. Er ist so riesig. Was guckt ihr so lauf? Wir können nicht nach Hause, während er uns verfolgt. Wir werden auch nicht in der Lage sein, uns von ihm zu lösen. Ich werde versuchen, ihn mit diesem Ding aufzuhalten. Puh, wir sind nur knapp entkommen. Bald wird er uns finden. Wir müssen herausfinden, wie diese Falle funktioniert. Ich habe das Tagebuch des Jägers gefunden. Kann es uns helfen? Ich habe es gefunden. Es ist eine Falle, die den Sirenenkopf einsaugt. Aber es ist zu klein. Wie soll er da reinpassen? Es steht geschrieben, dass es schrumpfende Magnete enthält. Ich hatte mal einen, aber der war viel größer als diese Dinger. Der Jäger hatte die Idee, sie sehr klein und stark genug zu machen. Wie wird es verwendet? Es ist notwendig, dass der Sirenenkopf darauf tritt. Und dann drückt man die Taste auf der Fernbedienung und das war's. Ist es so einfach? Gehen wir zurück und fangen wir ihn ein. Wir können nicht ohne einen Plan gehen, sonst wird er uns die ganze Zeit jagen. Romeo hat recht. Hört euch den Plan an. Der Plan ist folgender. Mila und ich werden eine Falle und einen Köder auslegen. Romeo wird die Aufmerksamkeit des Sirenenkopfes auf sich ziehen. Wie soll ich seine Aufmerksamkeit gewinnen? Sende ihm ein Signal über die Antenne. Hier ist es. Und Leona wird auf der Lauer liegen und uns den Rücken frei halten. Was ist, wenn er mich bemerkt? Das wirst du brauchen. Wenn er in die Falle tappt, dann funke uns an. Und was soll ich tun? Du musst die Falle auf mein Kommando hin aktivieren. Ist alles klar? Ich beobachte das Ungeheuer. Ich mache ihn auf mich aufmerksam. Und ich fange ihn. So ist's richtig. Jetzt besprüht euch alle mit diesem Zeug. Was ist das? Ein Parfüm? Das wird unseren Geruch vor dem Sirenenkopf verbergen. Es ist Zeit, auf die Jagd zu gehen. Ich sehe den Sirenenkopf nicht. Soweit ist es sicher. Verstanden. Mila, wir stellen Fallen auf. Ich hoffe, er mag unsere Rehe. Ich habe eine Art Signalempfang. Schalt es ein, um zuzuhören. Was sind das für Geräusche? Das sind Geräusche des Sirenenkopfes. Er ist irgendwo in der Nähe. Versuch auch ihm ein Signal zu senden. Ich hab's abgeschickt. Er wird bald da sein. Ich sehe ihn auf uns zukommen. Macht euch bereit. Ihre Plätze. Ich glaube, er hat den Köder gefressen. Sobald er sich dem Reh nähert, drückt auf mein Kommando den Knopf. Wohin geht er? Oh Mann, ich glaube, ich habe vergessen, die Antenne auszuschalten. Lauft!
es in dieser kleinen Kiste ist. Haben wir ihn so leicht erwischt? Weil der Plan gut war. Verdammt, ich glaube, er hat mich gekratzt. Zeig es mir. Das ist doch nicht gefährlich, oder? Nur ein Kratzer, keine große Sache. Ich muss es im Tagebuch lesen. Lass uns nach Hause gehen. Ich habe herausgefunden, dass die Krallen des Sirenenkopfes mit Strahlung geladen sind. Du musst die Medizin so schnell wie möglich benutzen. Und wenn es kein Heilmittel gibt? Der mit den Klauen Infizierte wird sich verwandeln und selbst ein Sirenenkopf werden. Romeo wird also ein Sirenenkopf? Das kann nicht sein. Alles wird gut. Ihr werdet sehen, okay? Wir müssen die Medizin vorbereiten. Steht etwas im Tagebuch? Ja, es gibt ein Rezept. Gib es her. Ich bereite die Medizin vor und du behältst den Patienten im Auge. Warum ist es hier so kalt? Mach die Heizung an. Es ist eine Krankheit, die einen frieren lässt. Mila, lass uns Tee kochen, damit Romeo sich aufwärmen kann. Wo ist Romeo? Ich weiß nicht. Er war hier, als wir weggingen. Romeo, bist du das? Was ist passiert? Da ist ein Sirenenkopf. Das kann nicht sein. Wir haben ihn erwischt. Ich glaube, es ist Romeo. Er hat sich in einen Sirenenkopf verwandelt. So schnell? Was sollen wir tun? Wir müssen durchhalten, während Leona die Medizin vorbereitet. Wir haben keine Zeit für so etwas. Dann sind wir aufgeschmissen. Die Medizin ist fertig. Es hat funktioniert. Wir sind gerettet. Hurra! Du hast Glück, dass ich mit der Herstellung der Medizin fertig bin. Was ist gerade passiert? Du wolltest uns fressen. Erinnerst du dich nicht? Nein, ich hatte nur die ganze Zeit eine Sirene im Kopf. Komm schon, du musst dich ausruhen, damit die Medizin ihre Wirkung entfalten kann. Und was werden wir mit dem echten Sirenenkopf machen? Werden wir ihn in der Falle lassen? Lassen wir ihn erstmal in der Falle sitzen und ihr liked das Video und abonniert unseren Kanal. Auf Wiedersehen an alle!